Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, wie man hier bei dem HP Pavilion Notebook den Lüfter ausbaut und wechselt. Bei dem HP Pavilion DV6 müssen erstmal alle Schrauben unten raus, sind jetzt hier in der Tüte drin, damit man die nachher wieder zuordnen kann. Dann muss diese Klappe entfernt werden hier unten. Das geht relativ einfach. Das optische Laufwerk muss ausgebaut werden und die RAM-Module müssen dann auch raus. Wenn von der Unterseite alles abgeschraubt ist, dann kann man hier die Tastatur ausbauen. Die kann man so entnehmen, das ist hier schon mal passiert. Und als nächstes kommt dann diese obere Plastikabdeckung, in dem Fall ist die so silberfarben, ab. In dieser Abdeckung sind dann drin hier der Fingerabdrucksensor, dann das Touchpad ist da drin und hier oben sind noch diverse Einschalter drin. Damit man das nachher auch alles wieder zusammenbauen kann und die Schrauben zuordnen kann, sollte man sich hier jede Menge Fotos machen. Am besten so, dass man die auch schön vergrößern kann und auch Details erkennen kann. Jetzt hat man hier das Notebook offen vor sich liegen. Das ist das Mainboard. Hier drüben ist der Lüfter, der defekt ist. Hier gibt es noch jede Menge Stecker, die an das Mainboard rangehen. Die müssen alle ab. Und dann kann man das Mainboard mit dem Lüfter oder Ventilator hier vorsichtig rausnehmen. Hier sitzt jetzt der Lüfter auf dem Mainboard drauf und der Lüfter ist nochmal mit diesem kleinen Kabel, mit dem Stecker hier an dem Mainboard befestigt. Und der Stecker muss als erstes raus, auch vorsichtig, damit man da nichts rausreißt. Und dann wird dieses Kunststoffteil ausgetauscht. Hier vorne, das ist Teil der Kühleinrichtung und das verbleibt am Mainboard. Das ist jetzt der neue Lüfter, das der noch eingebaute alte. Und hier neben gibt es 1, 2, 3, 4 Schrauben und die müssen raus, damit die nachher hier wieder einpassen. Jetzt sind die 4 Schrauben hier gelöst auf der anderen Seite und hier ist nochmal ein Stück Plastik, welches den Ventilator nochmal festhält. Das muss man hier vorsichtig entfernen und dann kann man das Plastikgehäuse auch dann entsprechend hier rausnehmen. Und das ist dann der alte, wie man sieht, ganz verstaubte Lüfter. Bei der Gelegenheit muss man noch diese Kühlrippen hier sauber machen. Wie man sieht, hängt hier ziemlich viel Staub. Den Staub kriegt man normalerweise gar nicht mehr raus, wenn der Lüfter eingebaut ist. Und jetzt ist da die beste Gelegenheit für und der muss weg. Jetzt ist der Staub hier komplett entfernt mit Pinsel und Staubsauger ganz vorsichtig. Und da kann man, wie man sieht, jetzt auch schön hier durchgucken. So sauber muss das dann auch sein, bevor der neue Lüfter eingebaut wird. Der neue Lüfter ist jetzt also hier eingebaut. Wie man sieht, der alte hat hier deutliche Verschleißspuren. Der neue sieht dann auch richtig sauber aus. Jetzt muss nur noch der kleine Stecker hier neben aufgesteckt werden. Der kommt hier drauf. Das ist nur in eine Richtung möglich, weil der Stecker hier eine kleine Kodierung hat. So, hier muss das ganze Mainboard wieder rein. Muss man vorher darauf achten, dass auch alle Stecker dann drin sind, bevor man das reinsetzen und reinschraubt. Dann gibt es bei diesen Pavilion hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Stecker, die da noch drauf müssen. Also es ist schon ein ganz schönes Gefummel. Beim Einstecken der Stecker muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, dass man hier nichts abricht oder verbiegt. Hier unten der Stecker zum Beispiel, der wird einfach in den momentan nicht sichtbaren Stecker reingesteckt. Hier oben sieht das anders aus. Hier gibt es so einen kleinen Klappmechanismus. Der muss erst vorsichtig hochgeklappt werden und dann kann man den Stecker oder das Kabel hier so einlegen. Und da gibt es eine Lasche hierfür und da kann man die mit den Fingern reinschubsen und hier wird es dann vorsichtig dann runtergeklappt. Zack. Und dann hat das dann Kontakt. Hier drüben gibt es bei dem Lüfter noch einen kleinen Stecker oder eine Steckverbindung. Da wird dann hier der Monitor unter anderem angeschlossen an das Mainboard. Gibt es einmal hier den breiten Stecker, der hat die meisten Kontakte. Das sieht man ja hier ganz gut. Und dann gibt es dann eben nochmal einen, der ist nur 1 mm hoch. Das ist dieser klitzekleine Stecker hier. Der kommt hier drüben rein. Diese Buchse ist als solche kaum erkennbar. Nur von der einen Seite und auch nur, wenn man mit der Lampe nochmal nachleuchtet. Man sieht, es hier auch ziemlich viel Staub. Der gehört da nicht hin. Der muss dann vorher entfernt werden.
damit er die Steckkontakte hier nicht unterbricht oder damit der Stecker auch ganz reingeht hier. Bei den kleinen Steckern hier muss man sehr vorsichtig sein. Die Kabel sind winzigst klein, kaum erkennbar, die einzelnen Adern. Darf man auf keinen Fall dran ziehen beim Rausmachen, sondern muss neben hier an dem Plastikgehäuse mit dem Schraubenzieher drücken oder schieben. Und das gleiche gilt auch für das Reinmachen. Und dann kann man hier auch wieder das Kabel richtig verlegen. Das wird hier hinten in eine Kabelführung eingebaut. Hier hat sich dann ein Teil von dem Plastik abgehoben. Das hat sich ein bisschen verbogen. Das kann man dann wieder fixieren mit ein bisschen Klebeband. Und die Kabel sind hier verlegt. Hier vorne auch. Das kann man schön runterdrücken und kann es dann nochmal fixieren, damit es dann nachher nicht hier verrutscht, wenn man die Tastatur einbaut. Im Allgemeinen eine ziemlich undankbare Aufgabe, zumal diese ganzen Sachen hier auch nicht dafür gemacht sind, dass man die öfter aus- und einbaut. Irgendwann gehen die Kabel kaputt oder hier diese Plastikteile biegen sich hoch. Hat der Hersteller prinzipiell auch kein Interesse dran, dass das des Öfteren repariert wird. Während man hier drin arbeitet, ist es ziemlich dunkel, auch wenn es hell erscheint. Aber man kann relativ wenig erkennen. Alles schwarz, auf schwarzem Grund, schwarze Bausteine, schwarze Kabel, schwarze Stecker. Und das ist halt sehr gut, wenn man hier nochmal eine zusätzliche Lampe hat. Sieht auf dem Video ein bisschen überbelichtet aus. Hier ist es aber gar nicht. Also das braucht man definitiv. Am besten eine Lampe hier, die einen Haken hat, kann man dann einhängen und kann die dann entsprechend drehen und ausrichten, wo man gerade arbeitet. Jetzt müssen noch die ganzen Schrauben wieder rein, bevor man das mal testen kann. Dazu sind entsprechend hier die Bilder gemacht. Da gibt es dann einmal hier den Zettel mit der Beschreibung, mit der Schraube, und der Schraubenzieher zeigt hier drauf, wo es eingebaut wird. Hier ist die Tüte wieder mit der Schraube. Passt direkt hier rein. Immer sinnvoll, wenn man das hier beschriftet. Da kann nichts mehr schief gehen. Am besten, man schreibt noch eine Reihenfolge drauf, in welcher Reihenfolge man die Tüten dann erstellt hat. Und in der umgekehrten Reihenfolge geht es dann auch wieder zurück. Auf den Mainboards sind auch teilweise Abbildungen von Schrauben. Hier ist zum Beispiel eine Schraube abgebildet. Hier auch. Hier ist eine drin und hier nicht. Also man kann nicht zwangsläufig sich hier drauf verlassen, was der Hersteller hier aufgedruckt hat, ob da eine Schraube reinkommt. Zumal man auch weiß gar nicht wann, ob die Schraube direkt reinkommt und die Platine im Gehäuse befestigt oder ob da die Tastatur drüber kommt. Das ist im Nachhinein gar nicht mehr ersichtlich. Die Hauptplatine hier in dem Pavillon wird tatsächlich nur durch eine Schraube, und zwar diese hier unten, im Gehäuse direkt gehalten. Dann kommt diese Abdeckung jetzt hier drauf. Und hier kommen dann weitere Schrauben rein, die durch die Hauptplatine in das Unterteil gehen und dann quasi alles zusammenhalten. Hier gibt es noch eins, zwei und hier ist noch der dritte Verbinder von dem einen Ausschalter, von dem Touchpad, und hier drüben müsste noch ein Kartenleser sein. Und dann kann man das mal testen. Auch diese Stecker hier haben so einen kleinen Klappmechanismus, den kann man runter und hochklappen. Und hochgeklappt ist er offen, wird dann reingesteckt und dann vorsichtig runtergeklappt. Ja, und dann ist es zu und verbunden. So, jetzt können wir den mal einschalten. Das ist jetzt erstmal so ganz grob zusammengebaut, nicht alle Schrauben befestigt, dass man, falls man ein Kabel vergessen hat, doch nochmal rankommt. Und da gibt es aber direkt schon ein Bild. Okay, bootet auch von der Festplatte. Bootet nicht direkt, aber funktioniert ja schon mal wieder. Lüfter läuft. Dann kann man den jetzt zu Ende zusammenbauen. Hier kommen also jetzt 7 Schrauben wieder rein, die die obere Abdeckung befestigen an der unteren Abdeckung durch das Mainboard durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man muss halt aufpassen hier, diese Schrauben gehen runter in ein Metallgewinde, was wiederum selber nur in Plastik drin steckt. Das heißt, wenn man das zu feste anzieht hier, kann es sein, dass man unten das Metallgewinde aus dem Plastik rauslöst, dass es rausbricht. Dann klappert es im Notebook, dann fliegen dann Plastikteile rum. Im schlechtesten Fall fliegt auch das Metallgewinde darum, bis es natürlich dann zum Kurzschluss kommt auf der Hauptplatine und dann ist das Gerät natürlich defekt. Also wirklich nur ganz sachte anziehen. Muss auch
nicht viel Drehmoment haben, so dass feste sind. Wie gesagt, ist auch nicht dafür gemacht, dass man das öfters macht. Hat der Hersteller kein Interesse dran. Die Tastatur hier bei dem HP Pavilion Notebook hat eine Besonderheit, und zwar hat die hier zwei Noppen. Da wird die hier reingeschoben und die beiden Noppen haken sich hier in diese Metallplatte ein. Und zur Sicherheit gibt es nochmal eine Schraube, die wird von unten in das Notebook geschraubt, kommt hier raus und hält hier die Tastatur fest. Das heißt, wenn man die ausbaut, erst die Schraube raus, dann die Tastatur nach oben schieben und dann rausnehmen. Umgekehrt geht das jetzt wie folgt, dass man zuerst das Flachbandkabel hier befestigt und das hier so anlegt, dass hier unten ein bisschen Platz ist. Das Ganze dann runterdrückt und dann nach unten schiebt. Und dann rastet das, wie man auch gehört hat, ein. Ist jetzt schon relativ stabil und wird dann nachher unten nochmal durch die Schraube fixiert. Das optische Laufwerk wird wie bei den meisten Notebooks hier einfach nur reingeschoben in den Schacht und hier unten mit einer Schraube arretiert. Hier unten kommt das Laufwerk dann runter, das hat so einen Haken mit einem simplen Loch drin und da kommt jetzt eine Schraube durch. Manchmal muss man da den Fachdeckel erst abschrauben, manchmal geht er durch den Deckel durch, je nachdem, aber meistens ist es nur diese eine Schraube. Hier kommt dann wieder das WLAN-Modul rein, das wird einfach so reingesteckt und dann hier runtergedrückt. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Antennen, die wollen auch da dran geklipst werden. Und man muss nur darauf achten, dass man die auch an den richtigen Pol dann wieder dran macht. Jetzt kann man das Notebook mal wieder einschalten. Alle Schrauben sind drin, die RAM-Module drin, das WLAN-Modul drin und Gott sei Dank, es funktioniert. Das ist nicht immer der Fall. Es sind sehr viele Schrauben zu wechseln, sehr viele klitzekleine Kabel, klitzekleine Stecker. Dies gilt zu beachten. Auch die Reihenfolge ist natürlich sehr wichtig. Man muss aufpassen, dass man keine Schrauben im Gerät verliert, dass keine Teile abbrechen, die dann nachher in den Lüfter kommen oder irgendwas blockieren oder irgendwelche Metallteile, die dann Kurzschluss verursachen. Im Allgemeinen, ganz speziell bei diesem Gerät, eine recht undankbare Aufgabe. Man muss wirklich alles auseinanderschrauben, mit Ausnahme des Displays. Aber hilft schon, eine Überhitzung zu vermeiden. Wie man sieht, kann man mit dem Testprogramm jetzt auch schauen, wie heiß die CPU wird, in dem Fall 39 Grad. Ist vollkommen akzeptabel. Es gibt Geräte von Dell, die werden bis zu 70, 80 Grad heiß. Im Normalzustand ist noch nicht mal ein Defekt. It's a feature, not a bug. Scheinbar eigentlich inakzeptabel, also wärmer als 50 sollte das mit einem funktionierenden Lüfter, wie der jetzt hier eingebaut ist, nicht werden. Also Mission abgeschlossen, funktioniert wieder.